Bald ist es endlich soweit. Der beliebte TV-Wettbewerb TV Total VOG WM feiert nach einer siebenjährigen Pause endlich sein großes Comeback. Am 12. November werden wieder zahlreiche Promis in einem VOG die verschneiten Pisten hinunterjagen. Das waghalsige Event wird in diesem Jahr in Winterberg stattfinden. Jetzt ist auch endlich bekannt, welche Stars bei der TV Total VOG WM antreten. Laut eines Berichts von Quotenmeter sind bei dem Wettbewerb viele Altbekannte sowie neue Teilnehmer mit dabei. Beim sogenannten Vierer-VOG-Wettbewerb gehen insgesamt 5 Teams à 4 Promis an den Start. Für die Gruppe Team TV Total kämpfen Sebastian Puffpaff 46, Tim Wiese 40, Manfred Ludolf und Laura Nolte um den Sieg. Dabei bekommen sie Konkurrenz von Team Worldwide VOG, das aus Knossi 36, Trimax 28, Montana Black und Unsympathisch TV besteht. Aber auch Team Irland will den Pokal mit nach Hause nehmen. Auch Joey Kelly 49, Luke Kelly 22, Gabriel Kelly 21 und Leon Kelly nehmen im VOG Platz. Mit Team Polen treten auch Sarah Bora, Caroline Niemczyk 32, Natalia Avelon 42 und Claudia Gietz 26 bei dem Action-Event an. Eko Fresh 39, Sükrü Pelivan 49, Ali Güngörmüz 46 und Sila Şahin 36 bilden Team Türkei. Beim sogenannten Einer-VOG-Wettbewerb kämpfen dann noch Evelyn Burdecki 34, Fabian Hambüchen 34, Luca Henny 28, Lukas Cordalis 55 und Alexander Kumpner 39 um den ersten Platz.